Guten Tag, ihr Tagträumer. Willkommen zurück zu einer neuen Episode von Daymare 1994 Sun Castle. So, ich bin auch wieder am Start. Der Dude rechts oben in der Ecke für euch. Und wir machen weiter hier in diesem großen Hive. Und Race hat schon wieder Richtung Tür geguckt, aus der wir rauskamen. So wie es aussieht, müssen wir jetzt anscheinend wieder zurück. Cora! Answer me, goddammit! Roddick, how could you do this? Roddick ist der Traitor. Er hat mich auch so ein bisschen an diesen einen Dude vom ersten Teil erinnert. Ich habe leider seinen Namen schon wieder vergessen. Der war ja auch nicht wirklich ein nice... Der war ja auch nicht wirklich so ein nice Guy und am Ende haben wir ja auch gegen ihn gekämpft. Er hat sich ja verwandelt und Roddick scheint mir auch so einer zu sein. Also irgendeiner vom Hades Team hat immer Dreck am Stecken anscheinend. Nur dass wir ja nicht wie im ersten Teil mit unterschiedlichen Protagonisten spielen. Sondern nur mit einer Protagonistin. How can that be Roddick's signal? He shouldn't be anywhere near here. Keine Ahnung. Interferenzen oder was weiß ich. I don't fucking know. Aber so wie es aussieht, nehmen wir uns auch, glaube ich, gemächlichen Schritten Ende des Spiels. Aber wer weiß, was noch kommt. Bin aber davon überzeugt, dass wir höchstwahrscheinlich noch einen Endfight bekommen werden. Also ich hoffe mal einen guten Bossfight, nicht so wie im ersten Teil. Der letzte Bossfight, der war einfach nur Dreck in meinen Augen. Also kann auch vielleicht sein, dass ihr das irgendwie anders seht oder auch Spaß mit dem Bossfight hattet und sagt, mega cool. Aber ich fand den letzten Bossfight echt nur Dreck. Also ich fand den nicht geil. Irgendwie hat der Boss zu viel Munition gefressen. Es wird kein Hinweis gegeben, wie man mit dem umgehen soll und so. Auch, dass man den auf diese Platte stellen musste und so weiter und so fort. Ich fand das nicht cool. Fand das absolut nicht cool. Hallo? Also der Bossfight hat wirklich keinen Spaß gemacht. War das gerade ein Hubschrauber oder bin ich... Was? Hab ich... Tomaten auf den Augen? Oder bilde ich mir das nur ein? Ja, bloß der Bohrer... Ja. Ich hab's fast geahnt. Was das Ding jetzt angeht. Sag bloß, der kommt dann auch noch runter. Safe. Ich bin genau unter ihm. Richtig gut. Wenn es zumindest coole Todesanimationen gäbe oder sowas in diesem Spiel, aber ne, gibt es. Also nur wenn dieses Vieh mich grabbt. Also es will angehen, aber anscheinend. Tut's das nicht. Hallo? Das gibt's nicht. Die Blauen kann ich ja so zerstören, nur die Roten nicht. Deswegen kann ich den auch umhauen. Aber die Schießenden, die sind wirklich mein Nemesis. Die Gegner, die auf mich zurennen, sobald sie blau sind, weiß ich ganz genau, okay, draufhalten, schießen, geschafft. Bei den Roten werde ich es jetzt wahrscheinlich echt so machen, dass ich einfach dann E drücke und die Bombe loslasse. Bildschirme. Entschlüsselte Informationen. Klassische CIA-Gehirnwäschetechniken und unterbewusste Botschaften. Standard Hexacore-Protokoll. Du lebst hunderte Meter unter der Erde und sie zeigen dir grüne Felder und das offene Meer. Anscheinend war es für Hexacore nicht genug, den guten
Menschen von Keenside das Leben zur Hölle zu machen, wenn ich daran denke, dass ich mal stolz war, diese Uniform zu tragen. Gehen die damit auf die Vorfälle ein, die noch passieren werden? Weil, wie gesagt, 1994, das müsste ja dann eigentlich in der Vergangenheit spielen. Aber wie die Ereignisse zusammenpassen, weiß ich noch nicht. Junge! Das war knapp. Okay, wo ist er hin? In diesem engen Gang ist halt auch nicht gut Kirschen essen mit dem. Okay, das war's. Ah, das war der Schuss, okay. Ich hatte nämlich gerade versucht, auf G zu drücken, aber nein, Q ist das. Mit G heilt man sich. Ist hier noch was? Ich halt so ein Rauschen gehört habe. Ne, scheint aber nicht der Fall zu sein.
Finde die Wahrheit über Helen heraus. Achievement erhalten. Okay. Da gibt's noch was zum Lesen. Nee. You told me you would leave if I didn't give you a reason to stay, and we didn't. Das heißt, ihre Schwester war hier und hat hier anscheinend gearbeitet oder gelebt. Das war, wie es aussieht, wohl, ja, ihre Wohnung oder ihr Apartment, was auch immer. Also, haben wir nochmal Memories bekommen. Aber, ja, also mein Gefühl sagt mir, sie ist nicht mehr am Leben. Also, ist auch die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es kein Wiedersehen mehr mit ihrer Schwester geben wird in absehbarer Zeit. Okay, dafür brauchen wir einen Schlüssel, den wir nicht haben. Was ist denn da drin? Kann ich das schon sehen? Könnte eine Upgrade-Station sein, könnte aber auch was anderes sein. Ich weiß es nicht. Schwierig einschätzbar. Schwierig einzuschätzen, was da ist. College days. Science has always brought us together. But for me, it was a way to prove my worth on the field. For you. Okay, sie und ihre Schwester waren oder sind, also sie ist Wissenschaftlerin, aber im Dienste der Armee, und ihre Schwester war wahrscheinlich einfach Vollzeitwissenschaftlerin, also Vollzeitwissenschaftlerin mit ja, Aufträgen und Forschungen und sie mehr im militärischen Sinne. When I came back home, it felt different. You asked too much, and I had nothing to give. I was dry. And you left. Ich würde gerne die kleinste Violine der Welt anstimmen, aber ich habe keine. Sollen wir das sein? Also soll das Race sein? Die Puppe? Irgendwie niedlich. Alans Tagebuch. 6 Seiten. Eine herausgerissene Tagebuchseite. 3. August 1992. Es wird hier so kalt. Sie versuchen, ideale Verhältnisse zu simulieren. Aber an einigen Tagen kannst du es einfach fühlen. In deinem Bauch. Dieses Gefühl, tief im Inneren der Erde begraben zu sein. Selbst mit eingeschalteten Lichtern kann ich spüren, wie sich die Dunkelheit der Tiefe in mich bohrt. Ich hätte gehofft, dass es helfen würde, diese Gefühle loszuwerden, wenn ich Zugang zum Service-Tunnel erhalte. Ich kann ihn jetzt treffen, ohne dass es jemand merkt, aber wenn ich diesen Tunnel betrete, überkommt mich die Angst. Es ist lächerlich. Ich kann beinahe hören, wie Delilah mich auslacht, wie damals, als Papa nicht da war und ich darauf bestand, mit eingeschaltetem Licht zu schlafen. Sie macht es immer absichtlich aus und ich brach jedes Mal in Tränen aus. Aber dann nahm sie immer meine Hand und sagte mir, dass ich mich vor nichts fürchten muss, dass sie da ist, um mich zu beschützen. Wie lange ist das her? Du bist immer noch das Erste, an das ich denke, wenn ich Angst habe. Eine Frage will mir nicht mehr aus dem Kopf. Warum hast du dein DAG abgeschaltet? Warum hast du es weggeworfen? Manchmal wünschte ich, ich hätte es mir nie... Du hättest es mir nie gegeben. Diese Stille ist unerträglich. Oh, bad memories. Kellerschlüssel. Alles klar, da haben wir den Schlüssel für die Tür, die hier runterführt, wahrscheinlich. So, jetzt gucken wir hier nochmal rein, ins Bad, wahrscheinlich, ja. Da ist noch was. Ein Verbandskasten im Bad, ja, macht Sinn. Nehmen wir mit. Kein ungewöhnlicher Platz für einen Verbandskasten. Oh, ah, okay. Meet you in the abyss. Treffe dich im Abgrund. Oder am Abgrund. Helen is here. She could be the mind behind this madness. I need to find her. I need to find the womb.
Oder ihre Schwester lebt doch noch und ist für das alles sie verantwortlich, als leitende Forscherin vielleicht. Ja, das wäre echt mad. Am Ende noch ihre Schwester eventuell dann auch noch umzubringen oder durch irgendwie einen unglücklichen Zufall, wie man es halt so kennt, passiert es dann aus Versehen. Oder Radek erschießt sie. Könnte vielleicht auch passieren. Ich weiß es nicht. Aber das scheint alles in eine sehr, sehr unangenehme Richtung zu führen. Zerflattertes Tagebuch. 24. Juli 1985. Nach 6 Monaten intensivem Training bin ich endlich wieder in Form. Ich habe unvorstellbare Dinge für dieses Land getan. Dinge, über die ich nicht einmal schreiben kann. Und dann, ganz plötzlich, wurde ich angeblich unvorhersehbar. Posttraumatischer Stress, das hat mir die psychophysische Beurteilung vorgehalten. Aber jetzt hat jemand beschlossen, mir eine zweite Chance zu geben. Ich habe mich auf dutzenden Stellen beworben, aber ich hätte es kaum gewagt, davon zu träumen, dass mich Hades auswählen würde. Ich dachte, sie würden mich in den Norden schicken, wo ich endlich meinen guten alten Crane wiedersehen würde. Gott, ich vermisse diesen jämmerlichen Bastard. Aber stattdessen haben sie mich hunderte Meter unter der Wüste von Nevada stationiert. Ich kann mich nicht wirklich beschweren. Die Bezahlung ist großartig und hier unten gibt es deutlich mehr Menschen, als man erwarten würde. Was meine Arbeit angeht, muss ich dieselbe Scheiße tun wie auf dem Schlachtfeld. Aber das bin ich mittlerweile gewohnt. Das hier ist nicht die Halsarmee. 28. September 1987. Ich glaube, ich habe endlich einen Grund gefunden zu leben. Wirklich zu leben. Sie ist einfach nur perfekt. Ein Licht inmitten dieser Dunkelheit. Es ist mir schmerzhaft bewusst, dass die Vorschriften unserer Beziehung verbieten, aber manche Dinge kann man einfach nicht aufhalten. 1. Oktober 1988. Ich wusste, dass sie es nicht halten konnte. Verdammter Hexakor. Kann es immer noch nicht ganz wahrhaben. Aber ich wurde letztendlich für das T3 ausgewählt. Ich habe gesehen, was es mit den Subjekten macht. Ich weiß nicht, an wen ich mich wenden soll. Ich kann einfach nicht den Mut aufbringen, mit ihr darüber zu reden. Der Rest der Seite wurde herausgerissen. Es fehlt das Datum. Er ist die absolute Perfektion. Er ist das Licht inmitten der Dunkelheit. Wir müssen uns ihm nähern, uns von seinen langen Armen umschließen lassen. Wir können unsere Seelen nicht vor seinen Augen verstecken. Schon bald wird seine neue Form vollendet sein und er wird erneut zum Leben erwachen. Die natürliche Ordnung wird für immer gestört werden und ich werde an seiner Seite sein. Der Wump. Dort wird er durch sie wiedergeboren. Meine Liebe für beide wird sich endlich vereinen. Das Tagebuch endet hier. Scheint so, als würden die versuchen, irgendwas heraufzubeschwören oder irgendeine Art Dimensionsportal zu öffnen oder irgend so ein Käse. Weil die scheinen ja auch alle ein bisschen gebrainwashed worden zu sein durch ja, dieses T3-Programm. Es war die gesamte Hades-Einheit. Er hat sie eine nach dem anderen ausgeschaltet. Enemies. Ja, und strange Symbole. Oh, fucking shit. Was haben wir da noch? Abtums Notiz. Die Seiten sind zerfleddert und voller Blutspritzer. T3. Die waren wie ich. Ich war wie sie. Sie haben uns sein Blut injiziert, damit wir das Portal des Lichts durchschreiten und lebendig die andere Seite erreichen können. Doch ihnen war nicht klar, dass wir von diesem Moment an für immer vereint sein würden. Wir werden Brüder sein. Außergewöhnlich wie er. Seiten wurden herausgerissen. Die Ungläubigen erheben ihre menschlichen Waffen, um ihn aufzuhalten. Der Mund, der alles einfriert, hat so viele getötet. Ich habe einen der Brüder hier zu mir gebracht. Ich wollte ihm helfen, doch er hat es nicht geschafft. Ich werde ihn rächen. Ich werde den Ungläubigen finden und ihn dafür bezahlen lassen. Niemand verlässt Hades. Nani? Okay, gibt es wieder was zum Hacken? Das mache ich jetzt mal wieder offscreen, denn ich würde auch noch mal kurz ein bisschen Licht hier reinlassen. Ich bin etwas schlecht ausgeleuchtet und dann bin ich gleich zurück, nachdem ich den Safe hier geknackt habe. Bis gleich.
So. Offen ist offen. Okay, Frostgrippe-Munition. Ja, ist gut. Da ist noch was. Ah, das haben wir schon angesehen. Gut, hier ist, liegt nichts mehr. Er hat noch was. Ein Messer in seiner Hand. Und in seinem Bein, glaube ich. Ah, verdammt. Und lauter ominöse Zeichnungen wieder und irgendeine Gedöns. Es sieht so eine Leiche von so einem Vieh. Und da liegt ein Hirn. Er hat den Kopf verloren. Blöd, aber naja. Reichweite Frostmine. Ah. Jetzt können wir die Frostbombe sogar noch ein bisschen verbessern. Frostclusterbombe. Ein verbesserter interner Mechanismus des Tanks, der bei der ersten Explosion der Frostbombe eine Reihe weiterer kleinerer Explosionen entstehen lässt. Verbesserte Formel zur Herstellung der Frostbombe ermöglicht eine geringere Flüssigkeitsdispersion und senkt dadurch den Treibstoffverbrauch. Ja, will ich bestätigen. Ja. Also, wenn es weniger Frost verbraucht, nehme ich das natürlich gerne in. Also, diese Frostbombe braucht auch ja gerade nicht wenig. Das würde sich definitiv anbieten. So, das ist eine Leiter, aber die führt ins Nichts. Beziehungsweise, ja, runter vielleicht, aber macht auch wenig Sinn. Dann weiter. Jetzt kommen wir wahrscheinlich gleich in ein großes Areal, wo wieder gekämpft wird. Ach, hier. Ah, wir sind. Ah, wir sind eine Ebene weiter oben. Da ist die Tür. Aber was bringt es jetzt, hier wieder hinzugehen? Oder bin ich... Hä? Oder sind wir auf der anderen Seite der Tür? Safety. Office? Nee, das kommt mir nicht bekannt vor. Doch, wir sind auf der anderen Seite der Tür. Ah, okay. Ja, dann sind wir doch richtig. Weil ich dachte mir gerade so, hä? Was bringt's denn jetzt, wenn wir wieder im gleichen Areal sind, wo wir herkamen? Aber nein. Es gab ja links und rechts noch so eine Monorail. Und... Not promising, but if it still works, I could use it to get to the labs. Better take a look. Ich repariere das Transportsystem. Genau. Weil links und rechts waren ja noch Monorails und das hier scheint ja ein anderer Bereich jetzt zu sein. Nämlich hinter der Tür. Gucken wir nochmal im Office nach. Vielleicht finden wir hier was. Es bitzelt so schön. Nicht, dass wieder so ein Zombie in der Ecke steht. Notiz des Technikers. Handschriftliche Notiz. Freitag. Auf Stromschwankungen untersuchen. Durchgebrannte Sicherung ersetzen. B1-Generator. Windinventar auffüllen. B1-Lager. Die Nummer 425 wurde eingekreist. Schreibe ich mir mal kurz auf. Wenn ich in den... Ja, alles klar. B1, wo finde ich denn B1? So, jetzt gucken wir natürlich nochmal, was hier ist. Gasmasken und hier liegt noch Munition. Sehr gut. Ist ein Volto unten, ob es da weitergeht? Hier. Basement. Könnte sein, dass mit B Basement gemeint ist. Gucken wir doch mal. Was haben wir hier? Power Room. Okay, das sieht gut aus. Gucken wir doch mal, was im Power Room so geht.
scheint auch alles irgendwie zu laufen, würde ich sagen, oder? Power System offline. Ach, da fehlt was. Ah, okay. Gut, dann funktioniert das hier doch nicht so, wie ich dachte. Da brauchen wir so, wie es aussieht, eine Sicherung. Müssen wir erstmal gucken, wo wir die herkriegen. Guten Tag. So, was war es? 4, 2, 5, ne? Da ist die Sicherung. So, wie in Resident Evil 2 Manier müssen die wahrscheinlich aus der Packung nehmen. Wer Resident Evil 2 und 3, also die Remakes, gespielt hat, kennt das Prozedere. Oh, dann mal rein mit der Sicherung. Power System online. Gut, muss ich noch irgendwas tun? Weiß es nicht. Gehe nochmal den Gang entlang. Aber anscheinend muss ich hier nichts mehr betätigen oder drücken oder sonst irgendwas. Wenn es läuft, dann läuft's. Hast schon mit gerechnet. Das war ja abzusehen, dass die wieder aufstehen, die Jungs. Jetzt gucke ich nochmal, was hier ist. Oh Gott, wo kommt er denn her? Hinter mir. Gott, bist du nervig. Na, also. Wobei, wenn ich genügend Platz habe, um den Gegnern auszuweichen, dann gehen die Kämpfe eigentlich voll klar. Aber wenn ich in irgendeiner Scheißsituation bin, wo ich echt nicht viel Platz zum Rumlaufen habe und vor allem diese Boss-Grip halt echt komplett leer ist. Müssen wir sie abnehmen. Ja, dann ist es manchmal halt echt schwierig, so ein bisschen den Gegnern halt auszuweichen, ne? Hinweis an Mitarbeiter. Entschlüsselte Informationen. Das Personal der Zentralstation wird daran erinnert, dass dem Sektormanager alle Fahrplan- und Umsteigeunterlagen der Verkehrsmittel für den vorgegangenen 12-Stunden-Zeitraum vorzulegen sind. Beachten Sie, dass die Züge zum und vom Castle absoluten Vorrang vor den Zügen zum und vom medizinischen Bereich zu den Wohngebieten haben.
Darüber hinaus informieren wir Sie hiermit, dass aufgrund der beispiellosen Betriebsintensität der letzten Monate routinemäßige Wartungsarbeiten an den Lokomotiven durchgeführt werden müssen. Diese Arbeiten dürfen ausschließlich in den voll ausgestatteten Werkstätten im Untergeschoss des Rangierbahnhofs durchgeführt werden. Für eventuelle Pannen oder technische Probleme werden die Reparaturmannschaften persönlich zur Verantwortung gezogen. S.L. Carver, Logistik- und Transportleiter, US Progress Hightech Forschungsanlage. Okay. So. Yes. Das war wahrscheinlich zum Tanken des Zuges, ne? Okidoki. Und jetzt? Ab in den Zug oder wie sieht's aus? Ich meine, das Ding ist nicht offen und die Tür zum Castle auch nicht. Da können wir die Tür zum Castle hier öffnen von der Seite aus. Nö. Wird irgendwie ein Kabel lang. Hier. Das Ding funktioniert aber auch nicht. Na, steigen wir mal ein, wird schon irgendwie klappen. Ah, öffnet sich automatisch. Wunderbar. Race ist verblüfft. Helen hatte jahrelang in der geheimen Basis gelebt. Eine Nachricht, die auf dem DAG ihrer Schwester aufgezeichnet wurde, enthüllt die schreckliche Wahrheit hinter ihrem Verschwinden. Anscheinend ist sie in die schrecklichen Experimente verwickelt, die seit Jahrzehnten in der unterirdischen Laboren des Castles durchgeführt werden. Nach dieser letzten Aufzeichnung scheint Helen nun auf dem Weg zu einem Gebiet zu sein, das den unruhigenden Namen Sarkophagus trägt. Es ist an der Zeit, Helen aufzuspüren und ein Geheimnis zu lüften, das sie seit Jahren verfolgt. It's all so crazy. Helen could be somewhere in these labs. I have to find her. Erreiche das Hauptlabor von Castle. Ja, ich glaube dann, sobald wir das auch wahrscheinlich getan haben, findet der finale Arc statt. Weil ich glaube, wir sind kurz davor, die derbsten Geheimnisse hier zu lüften. Weil Labor gegen Ende eines Survival-Horror-Spiels heißt nie was Gutes. Alles klar, liebe Leute. Aber wir sind schon bei 33 Minuten, sehe ich gerade. Deswegen machen wir jetzt hier an dieser Stelle erstmal Schluss. Und ich sage vielen Dank fürs Zusehen bei dieser Episode von Daymare 1994 Sandcastle. Und Sandcastle. Dann geht das nächste Mal hier im Labor dann weiter, in dem unterirdischen Bereich von Groom Lake. Und dann lüften wir auch noch die letzten Geheimnisse, was es mit Rays Schwester auf sich hat und was sich hier noch verbirgt. Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal bei Daymare 1994 Sandcastle.